5, 4. Der weltgrößte Börsengang des Ölkonzerns Saudi Aramco ist ein Erfolg. Die Aktien der saudi-arabischen Staatsfirma debütierten am Mittwoch mit 35,2 Rial an der Börse von Riad. Das ist ein Plus von 10% im Vergleich zum Ausgabepreis. Der Marktwert von Saudi Aramco kletterte dadurch auf knapp 1,9 Billionen Dollar. So viel ist weltweit kein anderes Unternehmen an der Börse wert. Jochen Stenze, Chefanalyst von CMC Markets, am Mittwoch an der Frankfurter Börse mit seiner Einschätzung. Ich würde sagen, der ist für Saudi-Arabien sehr wichtig. Das ist ja die haben das größte Ölfeld der Welt, das Gawa-Ölfeld. Und wir wissen ja alle, dass das Öl keine endlose Zukunft hat. Und jetzt ist so ein guter Zeitpunkt, um genau diesen Börsengang noch zu machen, um eben auch an Gelder zu kommen, die ja jetzt auch erlöst wurden, um in die Zukunft zu investieren. Dass der Börsengang ein Erfolg wird, war nicht unbedingt abzusehen. Das Interesse von internationalen Investoren an den Aktien des Ölgiganten war gering. Skepsis herrschte vor allem wegen der Debatte um den Klimawandel, der politischen Unwägbarkeiten am Golf und des Mangels an Transparenz bei Saudi Aramco. Die Anleger kommen vor allem aus Saudi-Arabien und den Nachbarstaaten. Bei vollständiger Ausübung der Mehrheitszuteilungsoption beläuft sich das Emissionsvolumen auf insgesamt 29,4 Milliarden Dollar. Damit ist der Saudi Aramco Börsengang der größte der Welt.